Ja, die Farbe finde ich passt ganz gut ins Badezimmer. Ich hoffe, wir können den Boden hier auch irgendwie andere Fliesen legen oder irgendwie sowas. Hey Leute! Was geht? Kanye-Maschmier-Maps-to-Games und Leute, willkommen zu einer neuen Folge House Flipper. Ja, selbstverständlich, wir sind mal wieder im Renovierungssimulator unterwegs. Oder auch Steckdosen, Heizungs- oder auch Tapezier- oder Malensimulator, wie auch immer. Im Hausbausimulator. Und heute, da möchten wir uns mal, ich glaube beim letzten Mal hatte ich es auch angekündigt, um unser eigenes Büro, um unser eigenes Haus kümmern. Ich muss ehrlich gestehen, mein Badezimmer sieht echt wie Sau aus. Na, also da möchte ja keiner wohnen. So, ich habe schon mal versucht, okay, kann ich hier drüber malen? Es funktioniert. Deswegen suchen wir uns jetzt eine Farbe aus. Also wir haben ja hier eher was Blaues. Ich wäre dafür, dass wir unsere Toilette ein bisschen hell machen. Na? Deswegen gucken wir jetzt mal nach Farben. So. Weiß, also eher sowas Helles will ich eigentlich haben. Heller Lavendel? Nein, nein, nein. Dings auch nicht. Pistaziengrün vielleicht? Nee, auch nicht. Eisiges Blau. Ich glaube, ich... Sollen wir bei Weiß bleiben? Ich weiß es nicht. Aber Weiß könnte auch so langweilig sein. Rosé auch nicht. Nee, das passt auch... Sollen wir bei Weiß? Ich weiß es nicht. Morgengelb? Nee. Oder sollen wir in diesem Blauton bleiben? Ich versuch's mal mit himmlischem Blau. Ja, komm. Tun wir uns mal himmlischem Blau an. So, wir tapezieren hier ein bisschen. Oder malen, besser gesagt. Wir haben unsere Skills schon deutlich verbessert, Leute. Ja, die Farbe, finde ich, passt ganz gut ins Badezimmer. Ich hoffe, wir können den Boden hier auch irgendwie andere Fliesen legen oder irgendwie sowas. Ja, guck, in diesem Badezimmer, da möchte man doch auch mal duschen oder so. Ist auch ein bisschen klein, aber die Wände einreißen möchte ich hier im Büro nicht, weil ich würde das dann verkaufen, wenn wir das hier renoviert haben. Ich meine, das geht auch mit dem Verkaufen hier. Müssen wir nochmal checken. Ja, mittlerweile geht das ziemlich schnell. Wir müssen hier irgendwas für den Boden tun, also so geht das nicht. Ich weiß aber nicht, ob ich die Skills dafür schon habe. Weil eigentlich müsste ich die doch mal langsam haben, um hier einen anderen Boden verlegen zu können. So. Okay. Das können wir verkaufen. Wie sieht es denn aus mit dem Boden hier jetzt? Also komm, das muss doch irgendwie klappen. Ist hier irgendwie Boden oder keine Ahnung. Wandfliesen. Eigentlich hätte ich das auch... Warte, geht das denn, wenn ich das jetzt... Keramikfliesen. Ja gut, ist jetzt egal. Wo sind denn Böden hier? Paneelen gibt es auch, okay. Nicht schlecht. Was ist denn mit, wer ist denn hier Laminat oder so? Muss doch auch geben. Das möchte ich aber nicht. Bodenfliesen, so, ja genau, da sind wir doch bei Bodenfliesen. Oh, guck mal, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Keramikfliesen auf dem Boden. Geht das hier? Oh, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Jetzt kann ich hier... Ach, guck mal, das sieht doch schön aus. Guck mal, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So. Kann ich hier auch an der Tür was ändern? Komm, wenn wir schon mal dabei sind, können wir bestimmt auch die Tür austauschen, oder? Kümmern wir uns doch gleich um alles hier. Türen. So. Gibt es hier keine Glastür oder so? Oder muss das da erst raus? Gut. Kümmern wir uns später drum. Es kann sein, dass wir das hier erst alles... Ja,
Das kann ich irgendwie nicht abbauen. Ja, doch, die Tür bewegt sich aber. Ist das so richtig? Ach so. Ah, gut. Ich hätte die Tür auch ganz normal verkaufen können. Ich brauche sie gar nicht kaputt machen. So, was denn, wenn wir jetzt hier eine kaufen? So, guck mal. Das sieht auch schon ganz anders aus hier mit dieser Tür. Das ist doch phänomenal. So, kümmern wir uns jetzt mal um die Heizung. Wir brauchen als erstes einen Heizkörper. Aber bei nicht da, sondern ich brauche das überall. Warte, guck mal, es gibt doch hier auch den Reiter Badezimmer. So, hier muss es doch bestimmt auch irgendwie... Nein, gibt es natürlich nicht. Mit Heizkörper. Aber muss doch was gehen hier. So, das wollte ich haben. So, kommen wir jetzt hier zur Montage. Damit kennen wir uns jetzt ehrlich gesagt schon gut aus. Ja, gedrückt halten. So, der wächst sowieso automatisch. Ach, wenn das denn echt nur immer so einfach ginge, hätte ich keine Probleme zu Hause. Gut, da hätten wir das. Wir brauchen auf jeden Fall eine Dusche. Ich glaube, hier wird aber auch schon eine Einbaudusche gibt es hier auch schon. Die kaufen wir mal. Oh, okay. Ach, wir müssen die montieren hier. Okay. Okay, hier erst die Schaumhülle rein. Also eine Dusche habe ich noch nie zusammengebaut. Deswegen ist das hier heute der Duschsimulator. Okay. Okay. Ein bisschen wild ist das schon. Okay, der Abfluss anscheinend. Dann der Rahmen. Dann Glas. Hier für warm und kalt. Das auch noch mal dran. Das erkennt man da kaum. Muss man doch schon einiges zusammenbauen hier für unsere Dusche. Das sieht man zum Beispiel gar nicht. So, hier kommt auch noch mal ein Griff dran. Ja, was muss ich denn hier machen jetzt? Ist das kompliziert? Ich will doch einfach nur eine Dusche haben. Ist das so heftig? Okay, ich glaube, ja, endlich. Damit hätten wir unsere Dusche zumindest. Ich habe mir gar kein Licht dafür.
Egal. Kümmern wir uns ums Klo. Das brauchen wir selbstverständlich auch noch. So, Einbauwanne, nee, passt hier nicht. Wir brauchen. Hallo, wir brauchen einfach nur ein Klo. So, packen wir uns das mal hier hin. Und das hier, das. Ja. Das kommt hier, das müssen wir jetzt wahrscheinlich auch montieren. Ich hoffe, es bleibt bei der Montage. Ich hoffe, der geht jetzt nicht wirklich auf Klo. Das muss aber ein bisschen schneller jetzt gehen. So eine Klo-Montage, Toilettenmontage geht aber deutlich schneller, hoffentlich. So, das hätten wir auch. Und dann brauchen wir noch ein Waschbecken. Dazu nehmen wir das hier mit einem Schrank, wenn das hier drauf geht. Ja. Ja, das wäre, ich glaube, das wäre schon. Müssen wir hier irgendwas. Ah ne, guck hier. Kannst, hier musst du. Ah, okay. Hier müssen wir es montieren nochmal. Hahaha. Kaltes und warmes Wasser. Oh, hier kommt die. Das Ohr. Hier zugeschraubt und da zugeschraubt. Und dann sind wir fertig. Ja, schön. Aber ein Spiegel muss doch auch noch hier sein. So, hier irgendwo noch einen Spiegel geben. Nein! Okay. Vielleicht noch, sieht's ja mit Belichtung aus. Irgendwie Lichterlampen. Ich brauche aber eigentlich Laminat-Innenausstattung. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas? Nein, Teppichboden brauche ich eigentlich nicht. Wobei, aber so einen grünen Teppichboden, den können wir doch eigentlich. So. Nein. So nochmal. Und nehmen wir sowas? Nein. Teppich. Das können wir nicht nehmen. Na gut. Lassen wir es doch erstmal so. Das ist unser Badezimmer, Leute. Wie gefällt es euch? Also mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Schauen wir uns den Blick von hier nochmal an. Na, also hier kommt man endlich in das vorzügliche Badezimmer. Endlich von dem ekligen zum vorzüglichen, Leute. Ein wirklich sehr, sehr schönes Badezimmer. Was sagt ihr? Schreibt es doch in die Kommentare. So, hier kann man auch schön alles öffnen. Also mir gefällt es wirklich sehr, Leute. Was sagt ihr? Schreibt es doch in die Kommentare. Und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch, kein Problem. Und wir haben kaum Geld ausgegeben. Also das nenne ich mal gut. Wir haben ja alles fast selber gemacht. Leute, macht's gut. Ciao.